Aha, da kommt auch jemand. Jetzt sind wir gespannt, wo die Dame hin. Wo gehen Sie denn hin? Also wir wollen zum Hundeschwimmen. Aha. Zum Hundeschwimmen heute, das erste Mal. Ja, und wo kommen Sie her? Wir kommen von Münden nach Norden. Na, sind Sie so weit jetzt unterwegs gewesen? Ja, also wir sind jetzt praktisch direkt mit dem Bus und mit der U-Bahn sind wir jetzt hergefahren, das erste Mal, weil die letzten Jahre haben wir es nie geschafft. Ja, wir waren gerade drinnen, wir gehen gerade wieder zur U-Bahn und wir haben gehört, also für Personen, Menschen ist der Eintritt kostenlos und für einen Hund? Kostet 5 Euro, habe ich gelesen. Ja, oder 4,50, genau. Oder aber 4,50, genau. Aber das ist wert, oder? Ja, weil heutzutage kriegst du eh nichts mehr umsonst. Jetzt wird der Hund nass und Sie werden auch nass. Das ist mir wurscht. Ich bin ja nicht aus Zucker. Dann viel Spaß und Dankeschön. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Ciao. Ja, eher für Sie viel Spaß. Ja, genau. Auch also, beim Zuschauen hat man auch Spaß. Also vielen Dank. Also bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao. So, schönen guten Tag. Es ist heute der 16. September 2022. Wir sind im Dantebad und hier gibt es sehr ungewöhnliche Badegäste zu sehen, denen sonst der Zutritt verwehrt ist. Es handelt sich um einen Hundebadetag. Dieser wird nicht zum ersten Mal durchgeführt. Allerdings gab es eine Corona-Pause und das ist jetzt das erste Mal nach Corona, dass der Hundebadetag im Dantebad stattfindet. Wir werden jetzt mal die Projektleiterin befragen und sind gespannt, was sie uns zu diesem Event zu sagen hat. Ich Sie fragen, hallo, wir sind vom Lokalfernsehen München, haben schon erklärt, worum es hier geht, aber Details wären noch. Wie oft wurde denn das schon durchgeführt? Das ist heute ein kleines Jubiläum. Wir haben das jetzt nämlich zum 5. Mal durchgeführt bei den Münchner Bädern. Es wird einmal im Jahr gemacht. Immer zum Ende der Freitagssaison wird das hier in dem Becken vom FKK-Bereich, vom Dantebad, wird dieser Hundebadetag durchgeführt. Ansonsten ist das Mitbringen von Hunden sehr wahrscheinlich untersagt. Auf jeden Fall können Sie nicht, ja, Sie können leider auch nicht ins Wasser. Sind ja dann auch, ist auch dann Chlor im Wasser und das haben wir hier extra ja wieder aus der Chlorung rausgenommen, das Becken, sodass die Hunde da auch das Wasser genießen können ohne Chlorgeschmack. Ich meine gehört zu haben, die Wassertemperatur liegt bei ungefähr 18 Grad. Habe ich das richtig? Ja, 19. Gemacht? Wir haben gerade nachgemessen. Ach, Sie haben 19, gemessen, ja. 19 Grad. Also die Hunde fühlen sich offensichtlich wohl und werden immer wieder durch etwas, was hineingeworfen wird, ins Wasser zum Apportieren veranlasst. Genau, also viele genießen das Wasser. Ich habe auch gesehen, manche müssen sich erst noch dran gewöhnen, aber es macht auf jeden Fall wohl Spaß. Ja, auch außerhalb des Beckens gibt es Möglichkeiten, dass man sich miteinander beschäftigt. Und welche Rückmeldungen haben Sie von den Hundebesitzern? Ganz positive Rückmeldungen, es kommt sehr gut an. Die freuen sich, dass sie mal herkommen können und die Hunde auch ins Wasser dürfen und auf der Wiese tollen. Ja, also ganz durchwegs positiv, eher die Bitte ist noch häufiger zu machen. Häufiger, also da wäre ein Bedarf, das öfter als einmal im Jahr. Ja, oder noch an anderen Orten, aber wie gesagt, hier ist schon ideal mit der Absperrung rundherum, dass die Hunde auch hier quasi sich bewegen können, ohne gleich ins ganze Freibadgelände zu durchkämmen. Genau, es ist ein sehr guter Ort dafür. Wir werden mal sehen. Ich habe gehört, das ist ansonsten der FKK-Bereich. Jawohl. Und das erklärt, dass das hier ganz gut abgesichert ist. Ja, genau. Das ist eigentlich ein blickdichter Zaun, ja, für die FKK-Gäste. Und jetzt ist es ein Zaun, dass die Hunde bei ihren Besitzern in der Nähe bleiben. Dass keiner ausbüchst. Genau. Gut, ja. Dann danke ich für das Gespräch. Sehr gerne. Viel Spaß noch.
das Restaurant Hechtsprung im Dantebad. Es ist geschlossen für die Winterzeit. Wie lange ist unklar. Man hat schon vorher gemerkt, dass das Angebot so etwas runtergefahren wurde.